Viele Veranstalter haben von heuer auf nächstes Jahr oder Folgejahre verschoben. Aber wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also wir hoffen, dass die Impfung recht bald kommt. Wir hoffen, dass der Reiseverkehr wieder an Fahrt aufnimmt und dass die Kongresse wie geplant dann natürlich stattfinden können. An uns hängt eine ganze Branche. Wir lassen da immer so Studien machen, volkswirtschaftliche Studien vom IHS, die besagen, dass wir eine Wertschöpfung von 500 Millionen Euro bringen, 3000 Arbeitsplätze und 140 Millionen Abgaben im Schnitt. Also es ist wirklich eine Menge. Und wenn so jemand ausfällt wie wir, wir haben heuer bis zu 80% Stornos, also nur 80%, 20% Umsatz, dann merkt das natürlich eine ganze Branche. Also an uns hängt die Stadthotellerie, an uns hängen viele Partnerunternehmen, an uns hängen in Summe 3000 Arbeitsplätze. Also das ist dramatisch und deswegen versuchen wir alles, wirklich alles, damit wir wieder, damit die Kunden ihre Veranstaltungen hier wieder abhalten können, damit die gebuchten Veranstaltungen dann auch wirklich stattfinden. Es ist so, dass wir ja das Veranstaltungsverbot hatten. Also mit 16. März ist ja quasi alles verboten worden. Zuerst war es bis Ende Juni, dann wurde Mitte Juni ja ein Erlass erlassen, dass man eben bis zu 100 Personen, bis zu 200 Personen. Aber das Austria Center ist ja für 20.000 Personen, hat Kapazitäten bis zu 20.000 Personen. Und es ist so, dass im Sommer immer eine veranstaltungsschwache Zeit ist und im Sommer eigentlich immer die Zeit genutzt wird, eben umzubauen. Wir haben vereinzelt kleine Veranstaltungen, aber wir nutzen eigentlich die Zeit jetzt wirklich vermehrt seit 16. März, dass wir umbauen, renovieren, dass wir das, was wir geplant haben, vorziehen, damit wir dann, wenn die Veranstaltungen wieder losgehen, wirklich gut gerüstet sind, tolle Räume bieten können, tolle und qualitätsvolle Services bieten können. Also wir arbeiten sehr an unserer Strategie, an den Prozessen und an dem Austria-Center überhaupt. Wir haben uns natürlich überlegt, wie können Veranstaltungen wieder stattfinden, auch in dieser Übergangszeit. Also wenn es eine Impfung gibt, wird ja nicht gleich jeder durchgeimpft sein. Es wird ja nicht sofort alles wieder wie 2019 sein. Daher haben wir ein Hygienekonzept mit dem Herrn Professor Hutter entwickelt, ein toller Experte, der uns ja geholfen hat. Also wir eignen uns mit unseren 56.000 Quadratmeter Fläche natürlich auch für kleinere Veranstaltungen, wo die Teilnehmer sehr, sehr viel Platz haben. Und natürlich gehört zu so einem Hygienekonzept, dass man die Hände desinfiziert, dass man den Abstand hält. Wir haben auch ein Einbahnsystem entwickelt. Wir haben auch alle Partner dazu animiert, auch mit uns an einem Strang zu ziehen und auch diese Leistungen anzubieten. So hätten wir zum Beispiel ein Konzept, wo die Teilnehmer in die Räume gehen, zu den Vorträgen gehen, wo das Catering dann aber es kein Buffet gibt und das Catering bringt das Essen zu den Teilnehmern, sodass der Teilnehmer eigentlich nur aufstehen müsste, um auf die Toilette zu gehen. Beziehungsweise haben wir auch andere Konzepte, also auch natürlich Buffet-Konzepte, falls der Kunde das lieber hat, wo einfach der Kontakt zu Personen in größeren Abständen erfolgt oder minimiert wird. Wir bieten wirklich sehr viel in den Bereich Hygiene. Das ist der eine Strang. Und der zweite, der auch in Hygienekonzept reingehört, ist das Testen. Also wir haben hier ein Institut gefunden, ein Wiener Institut im dritten Bezirk, das Schnelltests anbietet. Innerhalb von einer halben Stunde kann herausgefiltert werden, ob jemand Corona infiziert ist oder nicht. Und das ist der zweite Strang, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil es ist einfach wichtig, dass die Teilnehmer, die halt Corona-krank sind, nicht alle anderen anstecken. Und daher ist eigentlich die wichtigste Methode das Testen und dann das Nachverfolgen. Das Nachverfolgen würden wir durch die Registrierung und die fixe Sitzplatzzuweisung haben, so wie das auch die Lockerungsverordnung vorsieht. Aber der andere Strang ist wirklich wichtig, gar keine Kranken hereinzulassen und das einfach vorher zu testen. Und da gibt es ein neues Testverfahren und wir werden jetzt mit diesem Institut gemeinsam besprechen, wie wir die Logistik schaffen. Weil natürlich bei großen Veranstaltungen bis zu 5.000, 10.000 Leute alle zu testen, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und da überlegen wir, wie wir das schaffen, dass wir testen. Die Prognose für die nächsten Monate ist leider negativ. Wir glauben, dass im Herbst wenige Veranstaltungen, eher kleinere Veranstaltungen stattfinden, aber keine internationalen Kongresse. Beziehungsweise ist ein internationaler Kongress möchte bei uns die Veranstaltung abhalten. Da werden wir zeigen, dass es mit so einem Testverfahren geht. Also da sind wir jetzt gerade in der Planung eben dieses einen internationalen Kongresses. Aber ansonsten werden die Veranstaltungen wahrscheinlich eher vorsichtig sein. Beziehungsweise in dem Moment, wo es heißt, es gibt eine Impfung, in dem Moment, wo die Fallzahlen zurückgehen, wo die Politik das auch so kommuniziert, wird es sicher viele Veranstaltungen geben. Also wir glauben, dass die
Leute ein Bedürfnis haben, sich zu treffen, vor allem sich zu netzwerken. Ja, also das glaube ich auch, dass das Zukunftsmodell ist. Das geht auch aus Umfragen in Deutschland hervor. Da wurden 4.500 Veranstalter und Kongresszentren befragt, wo gefragt wurde, wie sehen Sie denn die Zukunft? Und da sehen wir einen ganz deutlichen Trend bei den Kunden, dass sie schon diesen Hybridkongress wünschen. Also dass sie sehen, dass man schon mehr Teilnehmer gewinnen kann, wenn man den Kongress nach wie vor in einem Kongresszentrum veranstaltet. Aber wenn dann nicht aus anderen Gründen, jetzt nicht nur wegen der Pandemie, aus anderen Gründen die Teilnehmer nicht zureisen können, weil sie keine Zeit haben, weil sie andere Verpflichtungen haben, weil es vielleicht auch zu teuer ist, dass man dann eben auch im Internet das streamen kann. Das heißt, dass man allen die Möglichkeit gibt, auch virtuell dabei zu sein. Und dieses Hybridkonzept, an dem arbeiten wir ganz intensiv. Hier werden wir auch investieren, hier werden wir auch alle Seele ausstatten, damit wir dieses Modell unseren Kunden dann auch anbieten können.